Und wir gucken jetzt das Video von Celtics. Podolski, nein! Okay. Ja, genau. Der Lukas Podolski. Stolzer Kölner, Dönerliebhaber und Fußballer. Hat schon seit einiger Zeit einen... Fun Fact, genau. Eigenen Döner. Genau, der hat einen eigenen Dönerladen und da kann man auch bestellen. Ich habe da mal über Volt bestellt und ich muss ehrlich gestehen, der Döner ist echt lecker, Mann. Der ist echt lecker. Auf dem Markt. Letzten Montag ist zusätzlich von ihm ein Lachmanjun erschienen. Grund genug für mich, das Ganze auszutesten. Außerdem haben wir erneut einen Ableger von Shireen Davids Eistee-Sorte am Start. Dieser nennt sich Dirty Zero und verzichtet Igel, mit Zucker überraschenderweise auf eine Zutat, die in den anderen Sorten sehr dominant war. Wir haben hier einmal Pfirsich. Ah, nee. Ist wirklich nicht so mein Ding. Zusammengefasst, ich probiere mal wieder Produkte von Celebrities und entscheide für mich persönlich, gut oder schlecht. Let's go. Falls ihr meine Videos feiert, abonniert gerne meinen Kanal. Lasst auch ein paar Likes und ein paar Kommentare für den Algorithmus da. Das würde mich sehr supporten. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Video. Mangan-Döner ist wirklich lecker. Ich bin kein Döner-Fan. Aber der ist... Mangeldöner ist aber auch sehr leckerer echt teuer. Und saftiger Döner. Das Kalbsfleisch hat eine Top-Qualität und schmeckt teuer, wild. Das Brot wird vor Ort frisch gebacken und ist kross und luftig zugleich. Auch das frische Gemüse und die Soßen runden den Döner perfekt. Warte mal, woher ist denn die Hintergrundmusik? Du trägst keine Liebe in dir, nicht für mich und für irgendwen. Du trägst keine Liebe in dir. Das ist von Rin und Bowser, also der Beat. Runden den Döner perfekt ab. Der Döner war gut gebaut und groß. Man wird satt. Nette Mitarbeiter und alles sauber. Top Empfehlung. Gerne wieder. Ich würde gerne mehr geben. Das ist aber leider nicht möglich. 6 Euro für einen Döner, der noch nicht mal gut ist. Qualität des Fleisches Katastrophe. Ich hatte Knorpel im Fleisch. Der Döner wurde kalt serviert. Das Brot war nicht gut. Der Geschmack künstlich. Ich verstehe den... Aber die Sache ist halt die, wenn ihr Rezensionen lest, ne, zu irgendwelchen Restaurants, Döner oder was auch immer, ist es ganz gut, nicht nur auf die Gesamtbewertung zu achten. Also zum Beispiel ein Restaurant hat 4,55 Sterne, deckt man bestimmt so, oh mein Gott, das muss richtig geil sein. Viele schreiben die Rezension auch selber. Also es macht schon Sinn, vielleicht bei den Ein-Sterne-Bewertungen zu gucken, ob die Aussagen sich gleichen. Also wenn ihr zum Beispiel bei einem Restaurant auf die Ein-Sterne-Bewertung geht und da sagen literally alle, yo, das Ladenbrot ist komplett trocken und der Nächste sagt das auch und dann auch und auch und auch und auch und auch, dann würde ich dem schon vertrauen. Hype nicht und werde daher nie wieder mein Geld da lassen. Freunde, wir befinden uns gerade auf dem Weg zum originalen Antep-Mangal von Lukas Podolski am Klotwegplatz. Es gibt ja mittlerweile richtig viele Filialien und ihr habt gerade die Rezensionen gesehen, die sind komplett gemischt. Die einen finden, das ist der beste Döner, den sie je gegessen haben, die anderen finden das Ganze sehr billig und so. Deswegen machen wir jetzt mal den Test. Ich bin ehrlich zu euch, ich habe den Döner schon mal am Zülpi gegessen und da hat er eigentlich relativ gut geschmeckt. Das war aber ich kenne den. Der Döner am Zülpi war echt not bad. So der Silvesterzeit war ich hier, da habe ich doch auf Madeira gewohnt. Da habe ich mir irgendwie jeden dritten Tag, also wirklich bei dem, den Döner geholt. Der war echt geil. Auch als ich ein bisschen betrunken war. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sehen uns gleich. Wir haben 2 Döner bestellt. Einmal Lamm und einmal Hähnchen. Das ist der Lammfleischdöner. Das Geile ist, ich weiß genau, wo er ist. Und ich habe mir auch vor 2 Tagen bei denen einen Döner geholt. Das war zwar ein Falafeldöner, aber er hat gut geschmeckt. Leider relativ teuer, wie gesagt. Also meiner Meinung nach schon... Ich hab nicht genau im Kopf, wie viel das gekostet hat, aber es war schon viel teurer als normalerweise. Sehr, sehr gut aus. Brot selbst gebacken, feiere ich immer sehr. Ja. Saftig, fettig, gut gewürzt. Eisbergsalat, Knoblauchsoße, selbstgebackenes Brot und wir beißen rein. Boah, das selbstgebackene Brot ist geil. Der erste Eindruck, viel zu kalt leider. Dadurch schmeckt es halt eher wie so ein Sandwich, nicht wie so ein klassischer, warmer, schöner, leckerer Döner. Sehr gut, danke. Bevor wir zur Endauswertung kommen, essen wir erstmal den Hähnchendöner. Ja, der ist eigentlich genauso gefüllt wie der Lammdöner, nur mit Hähnchen. Ist ein bisschen schwerer. Ich glaub, mehr es gibt eine Sache, die mich so ein bisschen nervt manchmal bei Döner. Und zwar in Kronshagen. Also Kronshagen ist neben Kiel. Da wohnt mein Cousin. Und bei ihm ganz in der Nähe ist ein Dönerladen. Und der Döner schmeckt schon ziemlich geil. So, ich kenne ihn von damals, ich kenne auch den Inhaber, bla bla bla. Und es gibt nur eine Sache, die ich so ein bisschen auszusetzen habe an dem Döner. Und zwar ist die Soße eisig. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wenn eine Soße so ein bisschen kälter ist, ne? Aber die Soße ist wirklich eiskalt. Und das ist dann so ein bisschen nervig beim Essen, wenn du so einen Döner isst und alles ist warm, aber diese Soße ist wirklich, du beißt rein und du erkältest dich fast. Fleisch drin, wir machen den Fleisch-Taste. Ich kann es eigentlich jetzt schon sagen, bevor ich hier reinbeiße, er wird auch gut schmecken, aber zu kalt. Wir essen erstmal in Ruhe fertig und dann kommen wir zur Endauswertung. Die beiden Döner an sich haben für Kölner Verhältnisse sehr gut geschmeckt. Sie kommen noch lange nicht an Berliner Döner ran, aber daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt und ich zähle so Mangal-Döner zu. Bei uns wurde der Laden geschlossen, weil Jizz in der Soße nachgewiesen wurde, als fucking ob. Aber das Witzige ist,
So eine Story habe ich schon mal gehört in Wedel, also als ich noch zur Schule ging, dass irgendein Döner geschlossen wurde, weil da irgendwie Sperma oder so gefunden wurde. Aber ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Mythos ist, also eine Legende, oder ob das wirklich der Fall ist. Den besseren Dönerläden in Köln. Das Brot selbst gebacken war lecker, Gemüse war frisch und der Döner war relativ groß. Aber für 6 Euro kann man so eine Portion auf jeden Fall auch mal verlangen. Er hat auch wirklich satt gemacht. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, das Fleisch ist zwar lecker, da waren keine Knorpel drin, aber der Döner wurde leider relativ kalt serviert. Das Fleisch oben war komplett kalt und innen drin wurde es zwar ein bisschen wärmer, das war auch dann geil, aber all in all hätte er 1000 Mal besser geschmeckt, wenn der Döner schön heiß gewesen wäre. Also ganz am Anfang oben musste man schon sagen, dass es ein bisschen pain war, da reinzubeißen. Aber je mehr man gegessen hat, desto leckerer wurde es eigentlich. Unten wurde es dann schön saftig, fettig, voller Fleisch und geiler Soße. Und das ist wichtig und richtig beim Döner. Deswegen würde ich wichtig sagen, 3 von 5 Sterne. Wäre der warm gewesen, wären es 4 von 5 Sterne. Aber warte. Ich finde das, find das geil. Ich finde, er sollte mehr Döner in Köln testen, weil ich lebe in Köln und ich muss wissen, welchen Dönerläden ich hier vertrauen kann. So, es gibt ein paar Dönerläden, die ich kenne, wo ich sage, die machen guten Döner. Aber es gibt leider auch viele Fehlgriffe. Es gibt viele Dönerläden, die ich noch nicht ausprobiert habe und ich muss gestehen, die letzten 2 Dönerläden, nee, also der letzte war in Ordnung, aber die 2 davor, die waren leider wack. Habe lange nicht mehr so leckeres Stracciatella-Eis gegessen. Die Portionen sind auch sehr groß und angemessen für den Preis. Hopp, haben dort heute eine Kugel Stracciatella-Eis gegessen. Leider war ich nicht positiv beeindruckt. Schmeckt viel zu sahnig, kaum Geschmack durch fehlende Schokoladenstückchen. Nach so einem Döner braucht man natürlich auch den perfekten Nachtisch. Ice Cream United, ist, auch von sehr Lukas detailliert. Sehr bekannt hier in Köln. Jetzt das finde ich aber auch ein bisschen fies, einen Stern zu geben, weil man sagt so, jo, mir fehlen die Schokoladenstückchen. 2 Filialen? Nee, ich glaube mehrere. Ich blende es hier ein, wenn ich falsch liege. Auch dort habe ich schon mal gegessen. Man muss aber fairerweise sagen, Köln ist nicht unbedingt für gute Döner bekannt. Also es gibt bestimmt den einen oder anderen guten Döner in Köln, aber die meisten sind eher so. Also meiner Meinung nach, die besten Döner kriegt ihr in Hamburg und in Berlin. Also in Berlin sind die allerbesten und danach kommt meiner Meinung nach Hamburg. In Düsseldorf sieht das schon wieder ein bisschen besser aus. Da gibt es einen richtig geilen Seitan-Döner in der Nähe vom Hauptbahnhof. Also das müsste, also nicht näher Hauptbahnhof, aber näher Graf-Adolf-Platz. Ich schwöre, das ist der leckerste Seitan-Döner, den ich je gegessen habe. Er ist krank, Mann. Der ist absolut krank. Gegessen, hab's eigentlich sehr gut in Erinnerung. Wir machen jetzt den aktuellen Test. Let's go. Die geht ja San Andreas Musik. Wir haben unsere Eiskugeln geholt. Salted Caramel, Stracciatella. 1,50 Euro hat eine Waffel gekostet. Ist schon auf jeden Fall ein gut hoher Preis. Aber ich denke mal, verkraftbar. Wir haben hier beim Stracciatella-Eis. Es ist nicht komplett weiß, so wie sonst auch immer. Wir sehen die Stückchen drin. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Test. Genau so hatte ich es in Erinnerung. Erstmal dicker Pluspunkt, wenn man, dass man richtige Servietten bekommt. Ihr kennt die ganzen Eisdielen. Man bekommt bei denen keine gescheiten Servietten. Keine Ahnung, warum die das nicht machen. Aber hier haben wir richtige. Plus das Stracciatella-Eis. Es schmeckt, um ehrlich zu sein, nicht viel anders als so normales Stracciatella-Eis. Aber es ist mega cremig. Man schmeckt übel so die Milch raus. Einfach lecker. Mach mal eine Nahrung. Boah, auf Madeira habe ich das geilste Eis gegessen. Also auf Madeira das Eis, das schmeckt schon anders gut. Keine Ahnung, ob das vielleicht auch einfach daran liegt, wegen dem Vibe und wegen dem guten Wetter. Aber Madeira macht schon geiles Eis. Aufnahme, Bro. Ich kenne auf jeden Fall Eisläden. Stracciatella ist ja eh meine Lieblingseissorte. Die haben nur so Mini-Stückchen oder gar keine Schokostückchen. Genau, bei Cup-Eis hast du... Aber das ist geil, wenn da so ein richtig fettes... Wegen dem, was ich erwähnt habe, du hast da keinen Zeitdruck. ...Schokoladenstück drin ist, dass man so richtig beißen kann. Da haben die auf jeden Fall nicht gespart. Sehr, sehr nice. Okay, der krasseste Cutter Deutschlands probiert jetzt... Salted Caramel, meine Damen und Herren. Salted Caramel. Ist auf jeden Fall gut gesalzen. Wir haben auf jeden Fall auf Salted Caramel steht. Kann man nichts falsch machen. Wie man hier sieht, sind so kleine Stückchen drin. Schmeckt aber groß anders als andere Eisdielen. Oder besser. Wisst ihr, was ich lustig finde? So YouTube-Cutter sehen immer übertrieben jung aus oder sind übertrieben jung. Ich meine, meine Cutter sind ja auch mega jung. Also im Gegensatz zu mir. Also wir machen einfach Kinderarbeit mit all diesen Jungs. Och, immer diese Jungs. Soll ich sagen, bei anderen Eistieren habe ich Salted Caramel jetzt noch nie so gesehen. In meiner Heimat Bottrop gibt's sowas nicht. An die Bottroper Jungs. Ja, aber ich habe schon mal bei Lidl diese Salted Caramel Eis gegessen. Kann ich mal einblenden. Aber das hat mir jetzt auf jeden Fall nicht so geschmeckt. Das war wegen zu salzig. Aber das ist jetzt schon auf jeden Fall gut abgemischt, würde ich sagen, ja. Das Eis war auf jeden Fall super. Schön cremig, eine gute Portion. 1,50 Euro, ein bisschen teuer, aber geht noch, ist noch im Rahmen, würde ich sagen. Warte mal, 1,50 Euro für eine Kugel? Boah, das ist meiner Meinung nach schon hart. Also ich weiß noch, damals, als ich jung und knackig war, hat zumindest in Wedel so eine Kugel 40 Cent gekostet. So 50 Cent auf jeden Fall war das. Irgendwann wurde es teurer und dann hieß es, boah, 50 Cent kostet schon eine Kugel. Aber 1,50 für eine Kugel, das ist schon, das ist dreist, Mann. Das ist echt dreist. Aber ansonsten top, super, hat gut geschmeckt, saftig. Okay, saftig zu Eis, aber ich kann mich nicht beklagen. 4,7 von 5 Sterne. Boah, Jungs, seht ihr das? Ein riesen Zinker. Danke für alles, Mann.
Produkte, Dirty, die kein Mensch braucht. Reine Gelddruckmaschine für den Hersteller. Also Dirty Zero finde ich wirklich 100-mal besser als andere Zero-Eistees. Nesty Zero zum Beispiel schmeckt einfach nur nach Medizin. Wir kommen jetzt zu den Zero-Varianten von... Ich muss sagen, ich habe Dirty ehrlich gesagt immer noch nicht probiert. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, es zu probieren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde das... Also ich sag mal so, mein Lieblings-Eistee, ich bin kein großer Eistee-Fan. So, ich kaufe mir super seltene Eistee, aber wenn, dann Arizona. Ich finde, Arizona macht das richtig. Arizona ist geil. Dirty, ich bin sehr, sehr gespannt. Aber leider teuer. Ist neu. Wet Peach kennen wir ja schon. Ich habe hier nochmal die nicht zuckerfreie Version mitgenommen, um den direkten Vergleich zu haben. Zero-Produkt. Ich bin so happy, dass ich nicht der Einzige bin mit den Cutting-Fehlern. Guckt euch das mal an. Wet Peach kennen wir ja schon. Ich habe hier nochmal die nicht zuckerfreie. Der Cutter, ja. Guck mal, er ladet seine Cuts zum Eis ein und dann das. Er vergisst hier etwas einzublenden. Also Celtics, wenn du das siehst, ich finde, du sollst deinen Cutter feuern. Also das wäre schon legitim. Nein, also das passiert meinen Cuttern auch ab und zu. Um den direkten Vergleich zu haben. Zero-Produkte sind generell immer sehr interessant, weil wir müssen natürlich auch gucken, was da für Süßungsmittel drin sind. Wusstet ihr eigentlich, dass Dirty eigentlich kein richtiger Eistee ist, sondern eher, ja, steht hier sogar, Erfrischungsgetränk mit Schwarzteeextrakt und Zitronengeschmack. Also das ist theoretisch Wasser mit Zitronensaft und Extrakten halt, ne? Wasser, Pfirsichsaft und Pfirsichkonzentrat, Schwarzteeextrakt, Säuerungsmittel, Zitronensäure. Und jetzt kommen wir zu den Süßungsmitteln. Und zwar haben wir einmal Acesulfam-K oder Acesulfam-K, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber da soll die Vermutung sein, also es ist ein künstliches Süßungsmittel und ist die Vermutung bzw. ist die Kritik, dass das krebserregend sein soll. Ist aber alles klinisch noch nicht bewiesen, steht nur ein bisschen in der Kritik und wir haben Sucralose. Das gibt mir so ein bisschen den Vibe von dieser Bubble-Tea-Debatte. Wisst ihr noch damals, ich glaube das war im Jahre 2011 oder so, wo überall Bubble-Tea-Läden plötzlich aufgetaucht sind in Deutschland. Und dann wurde ja medial darauf aufmerksam gemacht, dass Bubble-Tea krebserregend sein könnte. Und das hat dem Ruf von Bubble-Teas erheblich geschadet. Und so sehr, dass viele Läden oder die meisten Läden in Deutschland geschlossen hatten. So, die haben dann geschlossen, weil es hieß, Bubble-Teas sind krebserregend. Aber am Ende des Tages kam raus, nee, ist ja gar nicht so. Am Ende des Tages, nee, das ist ja nicht so. Aber ab dem Punkt war schon zu spät. Viele haben ihren Job verloren, viele Läden hatten geschlossen, etc., etc., etc. Das ist die deutsche Angst vor etwas Neuem. Naja, aber das Gute ist, Bubble-Tea-Läden sind wieder da. Dann natürlich ist. Ja, ist bei beiden gleich. Vom Design her eigentlich genau gleich, nur dass hier oben es noch so ein bisschen weiß ist und das ist hier eigentlich nur die gelbe Version mit Zitronen drauf. Wie gesagt, habe ich ja schon im letzten Video gesagt, ich finde die Dirty-Designs sehr, sehr cool an sich. Wir fangen an mit Pfirsich. So. Schon sehr. Ich habe irgendwie Bock, wenn ich so dieses Video sehe, habe ich Bock, einen Vlog zu drehen, wo ich einfach durch Köln fahre und verschiedene Bubble-Tea-Läden ausprobiere, teste und bewerte. So, irgendwie habe ich auch Bock, mal so ein Video zu machen. Also irgendwie macht das niemand mit Bubble-Tea, habe ich das Gefühl. Pfirsich-mäßig. Wir probieren. Da ich so richtig im Kopf habe, wie viel sie schmeckt, direkter Vergleich. Im Vergleich zur normalen Version ist die Zero-Version auf jeden Fall echt wässriger. Die ist nicht so süß wie die normale Version, was echt gut ist. Aber ich finde, es hat nicht so viel Geschmack und ist so ein bisschen flacher. Man hat nicht so einen krassen, süßlichen Nachgeschmack wie bei normalem Eistee. Aber das finde ich actually gar nicht mal so schlecht. Das ist ähnlich wie bei Cola Zero auf jeden Fall. Cola Zero schmeckt auch nicht so komplett nach Cola im Nachgang wie Cola. Und das ist hier auch genauso beim Pfirsich-Eistee. Gefällt mir besser auf jeden Fall. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ähnlich schmeckt wie so Monster Rehab oder so. Was war ein Energy Drink ist, aber eher nach Soft Eistee schmeckt. Das ist das Normale. Ich würde geben 3,5 von 5 Sterne. Jetzt bin ich aber sehr, sehr gespannt. Dirty Zero Zitrone. Freunde, schreibt gerne in die Kommentare. Zitrone oder Pfirsich? Ich bin eigentlich gemischt. Normalerweise Pfirsich. Bei Suchti zum Beispiel trinke ich... Gar nichts davon. Arizona Granatapfel. Das ist der beste Eistee. Arizona Granatapfel. Ich schwöre, der ist so lecker, Mann. Aber irgendwie ist alles mit Granatapfel übertrieben lecker. Ich finde zum Beispiel auch... Also das hier, ich muss ehrlich gestehen, Leute, seid mir bitte nicht böse. Ich bin ja dafür bekannt, dass Red Bull Lila mein Lieblings-Energy-Drink ist. Also ich hab ja sogar ein Emote dafür, ne? Ich habe ja sogar ein Emote dafür im Chat. Aber ich muss gestehen, es gibt einen Red Bull, den finde ich sogar noch besser als den Lilanen. Den finde ich sogar noch besser als den Lilanen. Und das ist der hier. Kein Placement, aber die aktuelle Red Bull Winter Edition. Die leider nicht mal lange da ist, weil wir ja keinen Winter mehr haben. Ich schwöre, das ist anders lecker. Das ist anders lecker. Es schmeckt nach Granatapfel und wirklich vertraut mir, nur wenn ihr Energy Drinks trinkt und nur wenn es euch nicht schadet oder so, geht zum nächsten Kiosk, Rewe oder was auch immer und probiert den, solange der noch da ist.
Probiert den wirklich, solange der noch da ist. Das ist anders lecker. Der Eistee ist auf jeden Fall schon mal wesentlich schwächer als der Pfirsich-Eistee. Ich weiß auch nicht warum. Aber der schmeckt noch wässriger. Man trinkt das und man hat echt Bock auf mehr. Aber mehr Süße so. Das befriedigt einen, finde ich, nicht so. Er schmeckt schon nach Zitroneneistee. Aber ich würde mehr Intensivität wünschen. Dass es nicht so flach ist. Es schmeckt wie Wasser mit Geschmack. Ist auf jeden Fall der hier viel besser. Der Preis für ein paar Kaugummis ist eine Beleidigung. Nur weil seine Kinderfans das sowieso kaufen, kann man es ja ausnutzen. Sehr schade. Okay. Liebe Freunde, wir befinden uns auf dem Weg zum Kaufland, denn dort gibt's Heygam. Ich habe vorhin schon bei meinem Kaufland geguckt in der Nähe, ob es Heygam gibt. Gibt's leider nicht. Und jetzt habe ich gerade auf der Website von Heygam gesehen, dass es hier so eine Map gibt. Aber von wem ist denn Heygam? Wo es die Heygams gibt. Das ist ganz cool, denn dann muss ich nicht so dumm suchen wie bei manch anderen Influencern-Produkten. Ne? Ich hoffe, die Karte stimmt. Hier linksrheinisch in Köln gibt's keine einzige Kaufland-Filiale, wo es Heygam gibt. Erst in Köln-Kalkwil. Ach, krass. 20 Minuten brauchen wir bis dahin. Ich hoffe, es lohnt sich. Let's go. Ah, okay, warte mal, das ist doch von diesem Hey Moritz, oder? Hey Moritz hat ein Kaugummi rausgebracht, Heygam. Und das ist nicht so nice? Doch gerade enttäuscht. Wir stehen hier am Kaugummi-Regal und es sind keine Heygams da. Auch nicht an der Kasse. Sehr, sehr schade. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch zu einem anderen Kaufland. Ich hoffe, in der Nähe ist noch einer. Wäre sehr enttäuschend auf jeden Fall. Ich bin traurig. Hey Moritz. Das geht gar nicht. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum nächsten Kaufland. Der ist in Bergisch Gladbach. Also circa 40 Minuten von meinem Wohnort entfernt. Moritz, ich bin sehr, sehr sauer. Zumindest hat er ein Auto. Scheint sehr ausverkauft zu sein. Es scheint sehr beliebt zu sein. Ja, scheint sehr beliebt zu sein. Daran wird das liegen. Ich bin direkt verarscht. Ich frag mal nochmal an der Kasse oder so. Aber es sieht nicht gut aus. Hä, wo ist denn das? Wir kommen jetzt endlich zu den Heygams. Ich habe actually welche bekommen. Die sind nämlich alle ausverkauft. Ich habe Moritz gefragt, wirklich? Ob er noch welche hat. Und er hat tatsächlich... Wirklich? Ich bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass es nicht so gut läuft. Und deswegen haben die nicht so viele. Ich bin mir nicht... Also keine Ahnung, warum ich davon ausgegangen bin. Aber dass die so... Ach du Scheiße. Wirklich? Tatsächlich mir noch die letzte Spear-Mint-Packung gegeben. Die beiden habe ich auch noch dazu bekommen. Ich muss aber sagen, also das Einzige, was mich jetzt von der Verpackung ansprechen würde, wäre das Bläuliche. Also das Gelbe gibt mir so ein bisschen Zen-Vibes und das Rote gibt mir so ein bisschen Scharf-Vibes und ich habe keinen Bock auf scharfe Kaugummis. Deswegen das Blaue auf jeden Fall. Das gibt mir so Minze-Vibes. Beide habe ich auch noch dazu bekommen. Warte, das lag nicht mal an dieser Heygam-Seite selbst. Die Website sagt das, weil die Kaufland-Filialen ihr altmodisches System nicht abdecken. Ja, sieht aus also wie Chips-Dip, true. So Käse-Dip. Schade. Erstmal zum Design. Finde ich sehr, sehr cleanes Design. So typisch Kaugummi, schon ne? Packungen sind mal was anderes. Ist aber mich würde mal der Preis interessieren. Also irgendjemand hat geschrieben, das ist viel zu teuer für Kaugummi. Sehr schlicht und cool gehalten, man muss ich ehrlich Pluspunkte geben. Zum Preis, eine Kaugummi-Packung kostet beim Kaufland 2,49 €. Zum Vergleich so eine 50er-Packung, also hier sind 40 Stück drin. Eine 50er-Packung Airways kostet auch 2,50 €. Also die sind schon teurer. Ja, aber Airways ist halt Airways. Also 2,50 € dafür? I don't know, man. I don't know. Für ein Influencer-Produkt würde ich schon sagen, ist das noch okay. Bevor wir probieren, kommen wir erstmal zu den Inhaltsstoffen. Wir haben hier zuckerfreie Kaugummi. Wir haben einmal Xylit, Sorbit, an sich kein gefährliches Süßungsmittel. Aber wenn man zu viel Sorbit-Intus hat, kann es sein, dass man echt Fettdurchfall davon bekommt. Deswegen steht auch bei der Packung hier, kann bei übermäßigem Verzehr abgeschlossen. Vielen, vielen Dank. Safe-Bob, eine ganze Packung am Tag zu essen. Und dann kann das halt passieren, ne? Deswegen aufpassen, Freunde. Sorbit nur in Maßen. Genauso wie alles andere auch eigentlich. Maltit auch safe. Sucralose haben wir vorhin schon erwähnt und Acesulfam oder Acesulfam K auch drin. Das machen wir zuerst. Wir machen Lass mich kurz überlegen, welches Influencer-Produkt finde ich bin persönlich am geilsten? Oh, da fällt mir was ein. Mein absolutes Lieblings-Influencer-Lebensmittelprodukt ist Rob's Chips. Ich finde die Konsistenz geil. Ich finde den Geschmack übertrieben geil. Ich finde die Tatsache, wie es gewürzt ist, übertrieben geil. Erinnert mich auf jeden Fall schon mal an 5 Gum vom Geruch her. Und wir haben hier so viereckige Kaugummis. Auch mal was Neues. Eigentlich cool, Mann. Krass. Die schmecken legit genauso wie diese 5 Gums von damals. Die werden irgendwie nicht mehr produziert. Hat jemand eine Ahnung von euch, warum? Die waren so nice. Wie gesagt, die schmecken eigentlich 1 zu 1 so. Noch ein bisschen süßer, glaube ich sogar. Also Baba eigentlich. Okay, das Kaugummi wird relativ klein. Würde ich gerne mal probieren. Ich hauche dich jetzt an. Du musst sagen, ob es stinkt oder ob es gut riecht. Das riecht so, als hättest du so Shisha geraucht. Also Tropical schmeckt auf jeden Fall. By the way, ich habe es euch hier noch gar nicht gezeigt. QR-Code, da kommt man auf die Heygam-Seite. Ich muss aber sagen, ich hätte für Tropical, glaube ich, eine andere Farbpalette benutzt. Weil das ist irgendwie so Käse-Dip-Gelb. Also ich hätte irgendwie so ein grelleres Gelb genommen, damit das wirklich an Tropical erinnert. Aber nicht so ein Käse-Dip. Also das ist für mich Käse-Dip-Gelb. QR-Code, da kommt man auf die Heygam-Seite. Eigentlich cool gemacht, Mann. Übertrieben lecker, anders fruchtig, extra Crunch. Einfach extra Crunch auf Crispy Rob angelehnt. Okay, vom Geschmack her bekommen die auf jeden Fall Crispy Rob, warum testest du die Chips nicht? Da bekommt man Bock auf mehr. Schmeckt auch so ein bisschen nach Kindheit, wenn man diese 5-Gum-Dinger kennt von damals. Wir kommen zu Wassermelone. Die sind ja auch rot, viereckig. Wir probieren.
Die schmeckt nach diesen Melonenkaugummis. Auch Kindheit. Diese Dinger hier habe ich auch früher beim Kiosk immer gekauft. Oh mein Gott, die waren geil. Die waren richtig geil. Schmeckt 1:1 genauso. Auch hier vom Geschmack her 5 von 5. Die sind wirklich nicht schlecht. Nice. Ich bin auf jeden Fall mit den anderen Kaugummis sind sehr gut weggekommen. Respekt. Ich sage das mal sehr nicht, weil Moritz die mir persönlich gegeben hat, sondern das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Ich finde die echt nicht schlecht. Aber wir haben ja noch eine Packung vor uns. Spear Mint. Hier grün. Wir gehen rein. Was geht ab, Lab? Vom Dankeschön. Geschmack her 1:1 wie die... Oh, ich habe die sogar hier. Wie diese Strong Extra Mints hier. Was nicht schlecht ist. Sonst hätte ich die nicht zu Hause hier. Muss eigentlich 5 von 5 Sternen geben, weil die gut schmecken, weil die nach Minze schmecken, so wie es der Hersteller verspricht. Aber meine persönliche Meinung, was ich mir vielleicht noch gewünscht hätte, wäre so ein Geschmack, den es noch gar nicht auf dem Markt gibt. Die beiden Geschmäcker haben was halt eigenes, in Anführungsstrichen. Im Geschmack her hätte ich mir innovativeres gewünscht. Klar ist es wahrscheinlich schwer umsetzbar, Minze irgendwie noch anders zu machen, anders zu gestalten. Aber die ähneln halt sehr den Kaugummis, ne? Von der Gesamtbewertung her, das, was ich ja vorhin gesagt habe mit dem Preis, den Süßungsmitteln und sowas, dass es gefährlich sein kann. Und in anderen Bewertungen würde ich den ganzen Kaugummis 4,3 Sterne geben. Nice. Nicht schlecht. Klar, sehr gut weggekommen. Aber es macht mich immer noch ein bisschen traurig, dass er nicht Drop Chips testet. Oder vielleicht hat er es in einem anderen Video gemacht. Super Artikel. Die bestellten Displays sehen super aus und sind genauso hochwertig. Ein Display hatte einen kleinen Schaden und mir wurde sofort vom Kundenservice... Da hat jemand geschrieben, gibt es Granatapfel-Kaugummis? Bestimmt, Leute. Das geht auf jeden Fall in die Richtung. Aber, oh, das ist der Tee, den ich gerade trinke. Lull. Nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Also lediglich das hier. Aber warte mal, ist das... Ich dachte kurz, das wäre eine Zahnpasta oder so, aber das ist ja auf jeden Fall Kaugummi. Muss ich mal probieren. Wenn da Granatapfelgeschmack drin ist, könnte das geil sein. So, zuerst klebt man hier dieses Protective Leaf an und dann das Magnet dazu. Bei so einem relativ okay, das ist cool. Hier von Pulp Fiction braucht man zwei. Und das ist geil. Das ist geil. Damit man nicht bohren muss. Cool. Und vor allem kann man es auch so, zack, wenn es schräg ist, ist es nicht schlimm. Dann kann voll gut. So hier fixieren. Von der Verarbeitung her, die Metallposter sind richtig gut verarbeitet, finde ich. Also man kann alles klar erkennen, gute Qualität und ist auch keine Billigware oder so. An sich eigentlich absolut nice, ein gutes gibt's Produkt. Gibt es einen Granatapfel? Ja, alles mit Granatapfel. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist der Preis. Die sind echt relativ teuer, vor allem wenn man nur ein einzelnes bestellt. Ich habe gerade den Preis nicht im Kopf, aber hier könnt ihr mal sehen, what the wie fuck? Viel die kosten. Oh. Aber es gibt viele YouTuber-Rabatte, Streamer-Rabatte, Bundle-Rabatte. Wenn man mehrere kauft, kann man echt viel Geld sparen. Ist aber trotzdem noch teuer, muss ich sagen. Die Sachen aber gut verarbeitet und haben keine schlechte Quali. Und zweite Sache, die mir aufgefallen ist, deswegen habe ich auch lange Zeit keine Displays mehr gekauft. Die fallen einfach ab und das ist ein Riesenproblem. Nach einer Zeit löst sich irgendwie der Kleber. Manchmal ist es der Kleber, kann ja nicht der Magnet sein, aber manchmal fällt einfach so ein Bild ab in der Scheiße. Und das ist irgendwie Kacke. Vor allem, für den Preis ist nicht so nice. Weil man auch den Boden irgendwie kaputt macht, weil es ja runterdrescht das Metall. Das ist nicht so gut. Das war meine alte Wohnung so. Bei 2 Bildern war das so. Dann gibt es irgendwie Bilder, wie zum Beispiel dieses hier. Das hängt auch schon jetzt seit 3 Wochen und es ist noch nie runtergefallen. Ich habe das auch schon von anderen Kollegen gehört, dass die Displays einfach runterfallen. Das Produkt gefällt mir sehr gut. Die Idee an sich, perfekte Lösung. Aber das fuckt halt übelst ab. Ach, komm, noch mehr Tee. Dass sie nicht wirklich günstig sind. All in all würde ich aber sagen, Display hat 3,5 von 5 Sterne verdient. Kein schlechtes Produkt. Und an sich super nice. Schreibt mir in die Kommentare, welche Influencer-Produkte ich noch testen soll. Lasst ein Like da. Ja, also wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen Rob Chips. Keine Ahnung, ob das schon mal in der Vergangenheit gemacht hat. 1,5 für eine Kugel ist doch verdammt günstig. Was für verdammt günstig? Achso, ja komm, okay, der kommt aus der Schweiz. Aber ich finde, das darf man nicht vergleichen. So, man kann nicht Schweizpreise mit Deutschlandpreise vergleichen, weil du verdienst in der Schweiz einfach viel, viel mehr. Oder kostet auch ein Döner irgendwie über 10 Euro oder so.